Im folgenden Video möchte ich zeigen, wie ich mit Hilfe von Anti-Spam-Bee von Sergey Müller das Spam-Aufkommen in meinen Weblogs in den Griff bekommen habe. Nach der Aktivierung des Plugins schaut man sich die Einstellungen an und die, die schon aktiv sind, also die Standardeinstellungen, die sind eigentlich sehr sinnvoll gewählt und leisten schon sehr gute Arbeit, aber man kann darüber hinaus die Ergebnisse noch verbessern. Schauen wir uns die einzelnen Einstellungen an. Zuerst lässt man die Einstellung genehmigten Kommentatoren vertrauen aktiv. Hat man schon mal einen Kommentator überprüft, dann ist es eigentlich nicht so sinnvoll, ihn nochmal immer wieder zu prüfen. BB-Code als Spam einstufen lässt man auch stehen, da sehr viele Spammer diesen BB-Code, den man aus Foren kennt, in den Kommentatoren, in Kommentaren einfügen. Dann validiert man die IP-Adresse des Kommentators, das lässt man auch aktiv. Seit dem letzten Update hat man auch die Möglichkeit, reguläre Ausdrücke anzuwenden. Dazu komme ich ja später gleich nochmal. Man kann, das sollte man auch aktiv lassen, die lokale Spam-Datenbank einbeziehen. Das heißt also, die gesammelten Spam-Kommentare und Trackbacks nicht löschen, sondern im Spam-Ordner einsortieren. Und daraus kann auch natürlich Anti-Spam-Bee auch lernen. Das ist ein Training für das Plugin. Dann sollte man die öffentliche Spam-Datenbank berücksichtigen. Dazu hat ja Sergey auch selber dazu was geschrieben. Das könnte man sich ja auch mal hier mal anschauen. Das ist ja halt Tonwell.net. Und man sollte natürlich auch die Datenschutzbestimmungen berücksichtigen. Aber auf jeden Fall ist es sehr sinnvoll, diese Einstellung zu aktivieren. Dann, was man eigentlich nur in Extremfall aktivieren sollte, ist, dass man Nutzer aus bestimmten Ländern blockiert. Das würde ich wirklich als allerletzte Maßnahme nehmen, weil zum Beispiel, auch wenn man ein deutschsprachiges Weblog betreibt, sind ja viele Deutsche, die zum Beispiel in Ostasien leben und dort arbeiten oder Südamerika. Und dann könnte es sein, dass man den einen oder anderen Besucher dann unnötigerweise aussperrt. Was dann sinnvoll ist, wenn man ein rein deutschsprachiges Weblog betreibt, ist natürlich, dass man die Kommentare nur in einer Sprache zulässt. Aber wie gesagt, auch hier könnte es natürlich dann sein, dass der ein oder andere Kommentator versucht, in Englisch zu schreiben. Aber ich denke mir, in den allermeisten deutschsprachigen Weblogs ist das die äußerste Seltenheit. Deswegen würde ich diese Einstellung aktivieren. Dann schauen wir uns die anderen Einstellungen an. Bekannten Spam kennzeichnen, nicht löschen, das auf jeden Fall aktiv lassen, weil ich habe das ja gerade erklärt, in Zusammenhang mit der lokalen Spam-Datenbank, damit das Plugin auch anhand der besser erkennen kann, was Spam ist. Das hier kann man bei erhöhten Spam-Aufkommen, manchmal gibt es dann natürlich auch Spitzen, kann man das natürlich deaktivieren, sonst ist das E-Mail-Fach voll. Und das kann man ja eigentlich auch aktiv lassen, Spam-Grund im Kommentar nicht speichern. Das ist aber natürlich optional. Vorhandenen Spam nach x Tagen löschen, das würde ich deaktiviert lassen. Und auch die Aufbewahrung gilt nur für Kommentare, das würde ich auch deaktiviert lassen. Und dann kann man bestimmen, bei welchen Voraussetzungen ein Kommentar nicht irgendwie als Spam einsortiert wird, sondern direkt gelöscht wird. Und das habe ich in dem Sinne nur bei leeren Dateien aktiviert. Man kann aber mehrere Sachen aktivieren, indem man zum Beispiel die Steuerungstaste aktiv lässt. Und dann kann man andere Sachen da einfügen, wie zum Beispiel die regulären Ausdrücke, die man dann hinzufügen kann. Und das wären dann zwei Gründe, wo Kommentar oder Trackback direkt gelöscht wird. Dann gibt es noch weniger relevante Optionen, ob man die Statistiken und den Spam-Counter im Dashboard, also auf der Startseite des Admin-Bereichs, anzeigt. Und dann gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, die man deaktiviert lassen sollte, dass man zum Beispiel eingehende Ping- und Trackbacks ignoriert oder dass auch Kommentarformulare auf Archivseiten überprüft werden, wenn man mit den ganzen dann eigentlich einverstanden ist.
Dann geht man auf Änderungen übernehmen und dann damit speichert man die Einstellungen. So, und wie versprochen komme ich jetzt auf die reguläre Ausdrücke zurück. Man hat nämlich die Möglichkeit seit dem letzten Update von Anti-Spam-Bee auch selbst die Funktionalität des Plugins zu erweitern, indem man reguläre Ausdrücke verwendet. Sergey hat ja da auch in der Dokumentation was dazu geschrieben und hat natürlich auch ein Beispiel zur Verfügung gestellt. Und diese Beispiele bzw. die Erweiterung von Anti-Spam-Bee fügt man dann in die Functions PHP des jeweiligen Teams ein. Und so kann man dann nach eigenen Bedürfnissen das Plugin erweitern.